Ein rotes Stück Filz wurde zu einem kleinen Kreis. Stelle eine kleine Tasche her und füge etwas Spitze hinzu. Füge geometrische Symbole hinzu. Oh, die Spieße haben sich in Stücke zerteilt. Wir brauchen nur einen. Kürze ihn und trage Heißkleber darauf auf. Wir haben einen Zweig hergestellt. Ja, ein neuer Arbeitstag. Aber warum ist der Ort so leer? Hallo? Wo sind denn alle hin? Der Arbeitstag hat schon angefangen. Wir wollen dich nicht aufregen, aber wir sind pleite. Wir haben niemanden mehr, der das Squid Game spielt. Hol dir also dein letztes Gehalt ab. Es wird dir helfen, eine Zeit lang klarzukommen. Oh, danke dafür. Was soll ich als nächstes tun? Verwandle eine alte Puppe in Kimmy. Trage neues Make-up mit der Hilfe eines magischen Schwamms auf. Welche Haare soll ich wählen? Diese hier nicht. Aber diese sehen gut aus. Ein paar schwarze Zöpfe. Nein, nein, sie sehen zu gepflegt aus. Ich habe meine Haare mit einer Schnur zusammengebunden. Stellen wir ein Shirt und ein orangefarbenes Sonnenkleid für ein Mädchen her. Kimmy trägt diese Kleidung schon eine Zeit lang. An ihren Beinen befinden sich zerrissene Strümpfe. Das Outfit ist ruiniert. Es ist komplett mit Patches bedeckt. Oh, Kimmy sollte sich um sich kümmern. Wann habe ich das alles verbraucht? Oh, mein letzter Dollar. Hey, gib ihn zurück. Er gehört mir. Jetzt habe ich weder Geld noch einen Job. Ich habe nichts, nicht einmal saubere Kleidung. Wow, es sieht so lecker aus. Ich habe so einen Hunger. Aber jetzt kann ich mir gar nichts mehr leisten. Vielleicht finde ich ja etwas in der Mülltonne. Oh, wer hat denn so eine schöne Decke weggeworfen? Ich kann sie benutzen, um warm und trocken zu bleiben. Stelle aus Spiegelkarton eine Blechdose her. Schneide Etiketten aus und bedecke den Behälter damit. Scheinbar ist dieses Essen schlecht geworden. Die Mülltonne ist der Ort, an dem sich Obdachlose versammeln. Hey, was gibt's? Ich habe einen zerrissenen Anzug gefunden und jetzt bin ich glücklich. Ich freue mich auch für dich. Oh Leute, schaut euch das mal an. Essensreste in einer Blechdose. Hört mal, es sieht verdächtig aus. Woher kommt dieser Nebel? Ah, ich haue ab von hier. Mal sehen. Naja, das sieht komisch aus. Ah, wer bist du? Ich bin's, der Djinn. Ich lasse Wünsche wahr werden. Sag mir, was du dir wünschst. Wie wäre es mit einer warmen Dusche? Was ist hier los? Stelle aus Styroporteilen eine Duschkabine her. Bedecke den Boden und die Wände mit Fliesen. Außen befindet sich eine Betonschicht. Befestige blickdichte Einsätze und eine Tür an Ösen. Und eine Klinke. Die Knäufe und die Dusche aus Pailletten funktionieren super. Die Strasssteine glänzen an den Ösen. Sich in so einer Kabine zu duschen ist so toll. Wow, woher kommt das? Ich komme zurück. Okay. Kimmy hat die Dusche genossen und war sehr glücklich. Es hat sich gelohnt. Der Djinn gibt nur gute Ratschläge. Machen wir weiter, es wird Zeit, dass du die Müllhalde verlässt. Was sehe ich da, die Dusche? Ich gehe zuerst. Hey, beeil dich, alle möchten sich duschen. Male einen Plastikdeckel schwarz an. Befestige in der Mitte einen Ständer. Schneide ein Stück eines anderen Strohhalms ab. Bedecke die Seite mit einer schwarzen Perle und zeichne geometrische Symbole drauf. Bringe das Mikrofon an einem Ständer an. Es wird Zeit für eine Gesangskarriere.
Jin, ich habe den zweiten Wunsch. Oh, echt? Echt? Ich hätte gern ein Mikrofon wie dieses auf diesem Banner. Okay. Sag mir Bescheid, wenn ich meine Ohren abdecken soll. Wow, du hast Talent. Die Welt muss davon hören. Zeig mir, was du drauf hast. Kimi war gar nicht nervös und hat das Lied perfekt gesungen. Wow, es ist definitiv ein Ja. Du hast 3 Stimmen. Herzlichen Glückwunsch. Bravo, bravo, Zugabe. Jetzt ist Kimi berühmt geworden. Die Fans verfolgen sie auch, wenn sie spazieren geht. Ein Autogramm bitte. Für mich auch, für mich auch. Die arme Kimi wurde zu einer weltbekannten Berühmtheit. Die Haare sind mit goldenen Bändern zusammengebunden. Füge Halbperlen und Haarspangen hinzu. Entwerfe aus gelbem Satin eine neue Bluse. Der Paillettenrock hat das orangefarbene Sonnenkleid ausgewechselt. Unsere Berühmtheit trägt weiße Spitzenstrümpfe. Kimi sieht wie eine echte Berühmtheit aus. Die Zeit verging, aber Kimi erinnert sich immer noch an ihr erstes Autogramm. Yes! Vielen Dank. Wir müssen ein Foto schießen. Bist du glücklich? Das bin ich. Das ist wahrscheinlich das Beste, wovon ich träumen kann. Die Fans sind verrückt nach mir und das Geld fällt vom Himmel. Gehen wir zu einer Party. Sammelt es, das ist zu viel Geld. Ein Kartonstück wird zu einem Rahmen mit einer Öffnung. Bedecke die Leinwand mit schwarzem Schaumpapier. Schneide es aus. Dekoriere die Platte mit Studio-Logos. Wir brauchen Holzspieße für das Gestell. Dekoriere es mit Perlen. Alle bekannten Labels wollen mit der jungen Sängerin zusammenarbeiten. Das ist ein unglaublicher Erfolg. Kimi nimmt ihr erstes Album auf. Wir haben gehört, dass sie sehr schnell arbeiten. Hier sind ein paar Beispiele. Wow! Na, ich bin bereit, jetzt anzufangen. Olaf hat gar nicht damit gerechnet, was für ein Star sein Studio besucht hat. 1, 2, 3, los! Die Aufnahme lief super. Olaf ist stolz auf seine Arbeit. Ich verspreche dir, dass es die Platte des Jahres sein wird. Ja, wir haben es geschafft. Yeah. Trenne Essstäbchen voneinander. Stelle Heizteile für den Lockenstab her. Male sie so an, dass sie aussehen, als wären sie aus Metall und vervollständige sie mit Perlen. Strohhalmteile werden zu goldenen Lockenstab aufsetzen. Füge Kabel hinzu. Schnipp. Alles funktioniert. Zeit zum Locken machen. Und ich muss etwas mit den Haaren machen. Okay, ich verpasse dir Hollywood-Locken. Das ist ein Muss für den roten Teppich. Die Friseurin hat es gut gemacht. Die Locken sind perfekt gestylt. Wie schön. Das ist mein Spezialgerät. Ein goldener Lockenstab. Ich zahle das Doppelte. Geben Sie es mir nur. Nehmen Sie es. Danke für das Trinkgeld. Ciao. Schnipp. Es ist ein echter privater Helikopter. Aber mit einem gewöhnlichen Helikopter wirst du niemanden beeindrucken. Aber ein goldener wird super sein. Sprühe das Gestell mit Spray ein. Oh, wow. Dekoriere die Paneele mit Kristallen und Strasssteinen in verschiedenen Farben. Er ist unglaublich luxuriös. Ich muss das Transportproblem sofort lösen. Wie kommt man zur Preisverleihungszeremonie? Das Auto ist nicht gut, es ist zu einfach. Vielleicht eine Kutsche? Nein, ich gehe nicht zum Ball in Venedig. Ich brauche etwas Extravagantes, um das Publikum zu beeindrucken. Stimmt, ein Helikopter, das ist genial. Es passt zu meinen ganzen Anforderungen. Yes. Willkommen an Bord. Gerne.
Ich bin noch nie mit einem Helikopter geflogen, vor allem nicht mit so einem. Oh, ich hoffe, ich bekomme keine Reiseübelkeit. Wow! Unglaublich! Mein erster Flug. Oh! Details aus dickem Karton werden zu kleinen Stützen. Trage überall goldenes Spray auf. Es ist der legendäre Grammy-Preis. Ich heiße euch zur Preisverleihung der renommiertesten Auszeichnung in der Musikwelt willkommen. Sind alle bereit herauszufinden, wer dieses Jahr der Beste war? Ja! Wuhu! Na, die Sängerin des Jahres ist... Ah, was für ein aufregender Moment! Sängerin Kimi. Ja! Ich kann es kaum glauben, das ist so eine Überraschung. Du hast es dir echt verdient. Kannst du deinen Fans etwas sagen? Das Wichtigste ist, an euch selbst zu glauben und nicht einmal aufzugeben, wenn das Leben schwer wird.